So, herzlich willkommen zu diesem besonderen Video. Genau. Und zwar, wie euch versprochen, als Dankeschön für die 459 Abonnenten, habe ich euch gesagt, ich würde vor Kamera, für euch Blue Made zeigen, wie ich das gemischt habe, da ich es jetzt, auch sowieso niemanden anbiete. Mein Pulver oder sowas, habe ich mir gedacht, wieso zeige ich es einfach euch nicht und dann könnt ihr das einfach zu Hause wie ich nachmachen und ich glaube, da haben wir dann mehr Spaß, wenn es so ist und ja. Genau, und viele von euch, denke ich, wollten das schon immer wissen, wie man Blue Made mischt. Und dann nehme ich jetzt einfach das von Blue Made. Beachtet bitte jetzt nicht das Papier. Ich tue das jetzt auch weg, weil das ist von der Waschmaschine halt, wenn Wasser immer tropft und so. Das sieht jetzt echt nicht mehr schön aus. Und deswegen mache ich es jetzt einfach weg. Und ja, genau. So, was ist jetzt die Frage? Genau, was tue ich denn in Blue Made rein? Also, als allererstes zeige ich euch die Pulver und genau. So, als allererstes fangen wir mal mit den ersten Pulver an. Genau, und zwar besteht Blue Made aus vier verschiedenen Waschpulvern. Und ja, ich zeige euch jetzt mal das allererste. Und zwar das allererste Waschpulver, was Blue Made enthält, ist Lenore Goldene Orchidee. Natürlich. Genau, das kommt als allererstes. Also eine von denen, da würde ich sagen, tun wir schon mal etwas rein. Ich habe jetzt keine genauen Angaben. Ich schaue immer drauf, wie groß die Box ist und dann gebe ich das einfach hier rein. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach genau so drei Kappen und das passt. Ja, dann genau schaue ich jetzt. Ich mag das nämlich nicht, wenn da Klumpen drin sind. Okay, sieht schon mal gut aus. So. Dann das zweite, was ich benutze, ist ein Waschpulver, das ich noch nie vor Kamera benutzt habe. Nicht zum Waschen, also keine Wäschevideos damit gemacht habe. Und zwar ist das Frosch Granatapfel Buntwaschpulver. Das habe ich noch nie benutzt. Das sieht auch so aus, ganz weiß, weil ich wollte eigentlich, dass Blue Made keine Partikel drin enthält. Also eigentlich nur so einen ganz weißen Waschpulver. Aber das habe ich nicht geschafft, weil Lenore Goldene Orchidee ja diese Partikel hat. Deswegen dachte ich mir, egal, das passt auch. Und genau. Das riecht einfach wunderbar süß und ich habe mir gedacht, das muss in Blue Made rein. Genau, das ist das zweite. Ist natürlich nicht mehr so viel drin, da ich damals immer gemischt habe, aber das reicht. Und ich würde sagen, ich tue jetzt einfach so ein bisschen reinkippen, weil da ist jetzt eh. Ich tue jetzt einfach alles rein. Also, das waren so zwei Kappen, würde ich sagen. Ihr könnt natürlich auch drei nehmen, aber ich habe ja, wie gesagt, nicht mehr. Ich habe die Packung leer. Genau. Dann tun wir schon mal etwas mischen, dass es sich schon seit Anfang an halt, genau, dass ich das hier schon gut gemischt habe unten, weil unten kommt man immer ein bisschen schlechter ran. So. Außerdem hat dieses Granatapfel auch so Partikel drin, aber die sieht man nicht so. Ja, die sind so ein bisschen rötlich, bisschen und ja, genau. Dann kommen wir zum dritten Waschpulver. Das ist, also wie gesagt, ihr habt ja selber gesehen, das ist nur Hausmarke, das ist nur Hausmarke, das sind nur Markenprodukte. Genau. Aber wir kommen gleich zu einem Pulver, was kein Markenprodukt ist, sondern eine Hausmarke. Und ich sage euch, Leute, diese einzige Hausmarke macht Blue Made aus. Deswegen musste sie da rein, weil sonst wäre es nicht Blue Made. Aber ich zeige euch gleich welches. Als nächstes kommt dann, das habe ich glaube ich auch noch nie benutzt vor Kamera. Ich weiß es gar nicht. Dasch. Warte, ich zeige es euch. Moment.
Also, Dash ist die große Packung, deswegen kann ich es jetzt hier so schlecht zeigen. Color. Genau. Das kommt auch rein. Aus diesem Grund, weil das einfach, finde ich, zusammenpasst. Und ja, da würde ich sagen, holen wir uns mal ein bisschen Pulver raus. Dieses Pulver ist auch ganz weiß. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, aber das ist viel heller als die anderen Pulver. Wenn ich das hier so reinkippe, da könnt ihr das sehen. Seht ihr das hier? Das ist so ein bisschen gelblich und hier, das ist ganz weiß. Also ich finde das super cool. Und ja, da kommen jetzt auch so, ich sag mal, 3 Kappen rein. Das ist jetzt eine halbe, da muss jetzt noch eine halbe rein. Genau. Dann rühren wir ein wenig wieder. So. Also diese Mischungen sind auch ganz anders wie mein Diamond Dream oder Fruity Beauty. Moment. Ich mache nur kurz Fenster zu, weil dieses hört man sonst alles so laut. So, als nächstes, und das ist das allerletzte Pulver, was ich euch gesagt habe, das eine Hausmarke ist und dass das eigentlich der wichtigste Bestandteil von dem Pulver ist. Da kommt auch jetzt das meiste rein. Da ist den Duft, also das ist einfach unglaublich. Ich liebe diesen Duft einfach. Das habe ich auch noch nie vor Kamera benutzt. Oder doch, glaub schon. Das ist, tada, das ist Formil leuchtende Farben. Und zwar Formil Color. Jetzt aufpassen, die große Packung. Die ganz große Packung, finde ich, riecht ganz anders wie die kleine Packung, diese konzentrierte oder so. Und das Coole an dieser hier ist, sie hat keine Partikel und ich sage euch Leute, das riecht so cool. Und von der Konsistenz her ist das irgendwie auch ganz, ganz anders. Und ich sage euch Leute, ich liebe das einfach. Und ja, genau, das ist das einzige Hausmarkenprodukt vom Pulver her. Und da kommt auch jetzt mehr rein. Und zwar, Moment, da kommt jetzt. Also ihr seht, das ist jetzt ein bisschen halb und das mache ich jetzt fast voll mit Formil. Und Leute, ihr werdet den Unterschied riechen, wenn ihr das selber zu Hause mischt. Das riecht einfach super geil. Also wirklich super geil. Also 3, 2, dann 3. Und 5. So, 5 Kappen von Familie. Und jeder, der diese große Packung kennt, weiß, wovon ich rede, dass es echt gut riecht. Und ja, das hat den ganzen Duft auch verändert. Weil damals, wo ich das angefangen habe zu mischen, habe ich das ohne Formil gemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, das irgendwie ist es noch nicht so perfekt. Dann habe ich Formil dazu getan und dann war es perfekt. Und dann dachte ich, ja, das heißt Blumade. Jetzt muss ich das nur wirklich sehr gut mischen, weil dieser Formil-Waschpulver ist etwas anders wie die anderen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen dicker. Seht ihr das? Das ist so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber wartet kurz, ich habe hier einen zweiten Löffel. Dann tun wir das ein bisschen so gut durchrühren. So, das lassen wir jetzt so. Wir müssen dann eh noch rühren wegen den Perlen. Gut. So, das war's dann mit den Pulvern. Das sind die 4 Pulver, die ich für Blumade benutze. Also Formil, die große Packung für Farben. Dash, auch die große Packung für Farben. Bunte Wäsche halt. Und dann Lenore, Goldene Orchidee. Ihr könnt auch die große Packung nehmen. Ich habe jetzt hier die kleine.
Und dann von Frosch Granatapfel. Genau. So, das ist jetzt das Pulver. Jetzt kommen wir zu den Perlen. So Leute, ihr habt ja selber gesehen in den Perlen, da waren blaue Perlen drin und so weiter und so fort. Ist jetzt auch klar, welche Perlen drin sind. Das ist nämlich Lenore Aprilfrisch. Viele Leute von euch, ich weiß nicht, dass ihr das nicht so gut mögt. Dann könnt ihr einfach was anderes benutzen wie Active oder so von Unstoppable. Aber ich finde, das hier passt am allerbesten. Und ja, ich habe das jetzt immer mit dem hier gemacht und ich war zufrieden. Da machen wir jetzt erstmal eine volle Kappe rein. Wie gesagt, ihr müsst auch schauen, wie viel Pulver ihr habt. Und dann könnt ihr das so irgendwie einschätzen. Also ich habe jetzt eine volle Kappe rein. Dann kommen wir zum zweiten Lenore Parfümperlen. Und zwar sind das die neuen von Ariel. Die müssen drin sein. Also das macht auch einen ganz besonderen Duft noch dazu. Und deswegen müssen die rein. Das sind dann eher die weißen Perlen, die bei mir im Blumenerde drin waren. Genau, das waren die hier. Und ich zeige euch jetzt mal. Genau. Das sieht eher so ein bisschen nach Sand aus. Blumenerde, weißt du, also ich denke ja an Strand und sowas, wenn ich wo ich Blumenerde gemacht habe. Genau, und das ist so diese Sandfarbe. Und genau, das ist Ariel. Und das kommt jetzt auch einfach hier so rein. So, ups. Genau. Ich schaue dann noch, ob das reicht oder nicht. Ansonsten mache ich noch mehr. Und natürlich, was ist denn auch noch so, ja, gelblich und sieht auch eher nach Sand aus. Was denkt ihr? Ich mache es mal gerade auf. Also, ich zeige euch jetzt, aber das wisst ihr, glaube ich, eh schon. Das ist natürlich Goldene Orchidee. Lenore Goldene Orchidee, das ist auch mit drin. Moment, ich kriege das jetzt nur hier so nicht auf. Jetzt. Die habe ich auch rein gemacht, weil ich zeige es euch, die Perlen ähnlich auch aussehen wie Sand und die passen vom Duft her zusammen und deswegen kommen die auch rein. Kommt es euch auch so vor, dass die goldenen Orchideeperlen ein bisschen anders aussehen als die anderen? Die sind irgendwie größer. Also finde ich zumindest. Jo, jetzt kommen wir zur letzten und zum letzten Parfüm Perlen, das auch keine Marke, also das ist eine Hausmarke. Und genau, ich habe die von Edeka, die gibt es aber auch beim Penny. Das ist die gleiche Sorte, nur die heißt halt anders. Aber die wurde, das sind, also die Produktion ist gleich, aber die heißen halt verschieden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das letzte Wäscheparfüm ist das hier. Wäscheparfüm Meeresfrische von Edeka, wie ihr sehen könnt. Da, die blaue Packung. Da gibt es auch noch eine pinke. Und ja, die hier ist auch sehr intensiv. Also es ist auch sehr intensiv und das passt super gut zu Blumade. Und es ist blau, wie Aprilfrisch. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach perfekt und das muss rein. Und genau, dann nehmen wir auch nicht diesen Deckel von diesem Dings, von dieser Flasche, sondern wir nehmen einfach so eins und füllen das ganz voll. So. Und dann einfach drüber. So. Jetzt schauen wir, ob das genug Parfüm ist für diese Menge an Pulver. Deswegen fangen wir jetzt auch an zu rühren. Oh, sieht cool aus, gell? Also würde ich sagen, fangen wir mal an zu rühren. So. Also ich würde sogar fast sagen, dass das passt von der Menge her. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt solche Menschen seid, oh, ich will mehr Perlen rein, dann macht natürlich mehr. Aber denkt dran, versucht immer gleichmäßig viel reinzumachen von jeder Sorte. Dann ist das Ergebnis perfekter. Und ja, wenn ihr sagt, ihr wollt mehr Pulver, weniger Perlen, dann auch so. Und wenn ihr allergisch gegen Perlen seid, dann macht einfach nur die
Pulvermischung. Also ihr braucht die Perlen nicht. Natürlich riecht das auch ganz anders, aber mit diesem Pulver, ja, seid ihr dann auch zufrieden. Also, genau. So, ich tue jetzt noch so ein bisschen mischen. So, wie ihr sehen könnt, genau. Seht ihr das? Also ich wollte jetzt nicht, dass das unbedingt so viele Partikel hat. Aber ja, das einzige Pulver, was jetzt Partikel hat, ist Lenore, Goldene Orchidee und Dash. Aber das sieht man jetzt auch nicht mehr so, da ich ja von Familie mehr reinmache als von den anderen. Und deswegen war ich dann auch zufrieden. Und ja, also genau, das ist Blomade, wie ihr sehen könnt. Ihr könnt auch meine anderen Videos, vorherigen Videos anschauen, dann könnt ihr auch den Vergleich machen. Also ich habe jetzt keine Rezeptur verändert oder so. Das ist die Rezeptur, die ich seit immer gemacht habe, nicht verändert habe. Und ja, das sieht doch toll aus, oder? Und Leute, wenn ihr das dann riecht, das ist, genau. So, das ist mein Blumale. Ich hoffe, euch hat diese Überraschung gefallen. Also, das ist ein Dankeschön an euch. Und ja, genau. Ich zeige euch jetzt nochmal, was ich genau benutzt habe, damit ihr das irgendwie aufschreiben könnt oder nachmachen könnt. Und zwar habe ich von den Perlen Goldene Orchidee. Ich tue es jetzt mal hier so rein. Goldene Orchidee. Dann Ariel, dann Aprilfrisch und dieses hier von Edeka, Meeresfrische. Das sind die Parfümperlen, die da reinkommen. Dann, genau. Moment. So. Dann, wie gesagt, Waschpulver. Ich tue das jetzt kurz hier auf die Seite. Dann, wie gesagt, Waschpulver. Lenore. Goldene Orchidee, Frosch, Granatapfel, ich weiß gar nicht, so seht ihr das, so, Granatapfel, dann von Dash, Moment, ich nehme euch dann kurz so runter, also dann von Dash, das hier, genau, die große Packung. Und zum Schluss, das ist das allerwichtigste Pulver, finde ich. Also ohne das geht es nicht, weil mit diesem Duft, die Kombination wird einfach perfekt. Und es riecht dann auch wirklich ganz anders. Die große Packung von Famille. Wenn ihr sie nicht habt, dann macht es halt ausnahmsweise mit der kleinen Packung. Aber ich finde, dass das Ergebnis nicht gleich ist. Ja, weil es auch ganz anders riecht. Und ja, die große Packung von Famille, das wäre perfekt. Und ja. Das sind die Sachen für Blomade. Und genau, an die liebe Fee Germany. Ich weiß, dass du bei dir nicht diese Packung hast. Also bei dir im Laden in München. Das hast du ja schon gesagt gehabt. Und deswegen werde ich dir ein bisschen von dem hier schicken, damit du das mal riechen kannst, wie geil das riecht und wie das auch aussieht von der Konsistenz her. Und wenn du auch Lust hast, auch Blomade zu mischen. Und ja, genau, da könnt ihr das sehen. Leute, macht das nach. Also ihr braucht nur die Sachen dafür. Und genau, es riecht einfach super gut. Und ich würde es euch empfehlen, einmal zu machen. Wenn es euch nicht gefällt, dann gut. Aber ich würde es schon einmal ausprobieren, weil das riecht echt super. Und ja, genau. Ansonsten, ja, bedanke ich mich bei euch und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr das nachgemacht habt oder nachmachen wollt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, damit ich weiß, wer das denn nachgemacht hat und wer nicht. Und yes. Genau, also ich wünsche euch was und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.